Ganz kurze Info für euch, Freunde. Ich krieg ja manchmal so Fragen nach Kooperationen von anderen Star Wars-YouTubern. Also es gibt da ja noch einige, die etwas kleiner sind. Und ich habe da ständig vergessen zu erwähnen, aber wenn ihr irgendein passendes Star Wars-Video habt, kann ich das gerne auf meinem Kanal hier veröffentlichen. Das habe ich ja schon mal so gemacht. Also wer meint, der hat ein nices Video zu einem interessanten Thema, der kann mir ja gerne auf Insta schreiben. Nur mal so allgemein. Wenn du Vader die Stirn bieten willst, wirst du es allein tun müssen. Ich kann nicht eingreifen. Das verstehe ich. Ja Leute, was gibt euch und willkommen zum Star Wars Flash. Warum konnte Kenobi als Machtgeist eigentlich nicht eingreifen bei den Sith? Oder generell, warum konnten diese Machtgeister scheinbar nicht die Sith konfrontieren oder konnten es, aber haben es nicht getan? Dieser Frage werden wir heute mal auf den Grund gehen und eine mögliche Erklärungsweise finden. Man muss zunächst einmal sagen, ja, es gab zum Beispiel den Comic von Dark Horse, einfach nur Star Wars genannt, aus dem Jahre 2013, wo Obi-Wans Stimme mit Vader spricht, doch es kam halt nie vor, dass sich ein Machtgeist vor die Sith manifestiert hat und diese in irgendeiner Weise wirklich konfrontiert hat. Einerseits lag das daran, dass Kenobi sich eher darauf fokussiert hat, Luke zu unterweisen, statt sich auf die Sith zu konzentrieren. Doch was, finde ich, noch mehr eine Rolle spielen könnte, ist folgendes. Circa 1000 Jahre vor der Schlacht von Yavin existierte die Bruderschaft der Dunkelheit, eine von Lord Khan gegründete Gemeinschaft, in der offiziell alle Sith gleichgestellt waren. Inoffiziell allerdings folgten die meisten Mitglieder Lord Khan. Die Sith Lords dort hatten letztendlich eine Gedankenbombe erschaffen und genau das könnte der Grund sein, warum die Machtgeister sich weitestgehend von den Sith fernhielten. So ist zumindest häufiger im Internet die Annahme. Doch was genau hat diese Gedankenbombe mit den Machtgeistern zu tun? Die Sith Lords konnten die Macht so manipulieren, dass letztendlich eine riesige Explosion der Macht stattfindet, welche sämtliche machtsensitive Geschöpfe in ihrem Einflussbereich verzehrt. Je nach Intensität sind unterschiedliche Effekte zu beobachten. Während die Explosion im Zentrum am zerstörerischsten ist und die Körper der Opfer einfach verdampfen lässt, schwächt sich dieser Effekt nach außen hin immer weiter ab, was jedoch seine tödliche Auswirkung nicht mindert, sondern den Prozess des Sterbens qualvoller und länger werden lässt. Die Opfer zerfallen zu Asche oder vertrocknen, die Geister der Getöteten werden durch ein entstehendes Machtvakuum in das Zentrum der Explosion gesaugt und dort in einer eisigen Kugel versiegelt. Da jedoch ein hohes Risiko der Selbstzerstörung vorhanden ist, schrecken sogar die Sith vor dieser Waffe zurück. Das Entscheidende ist jedoch, dass man in einem Machtvakuum versiegelt wird. Lord Khan versuchte in der Schlacht von Rusyn zusammen mit seiner Bruderschaft eine Gedankenbombe zu zünden, die ausschließlich den Jedi Schaden zufügen sollte. Doch diese riesige Energieexplosion zerriss einen Teil der Jedi wie auch alle Sith. Einzige Überlebende dieser Explosion waren Darth Bane, seine Schülerin Rain und ihr Cousin Darovit. Die Geister der Toten wurden in einer Energiekugel eingeschlossen und warteten auf ihre Befreiung. Die große silberne Kugel wurde schließlich von Kyle Katarn vernichtet, als er den Kampf gegen den dunklen Jedi Jarek gewann. Dabei wurden auch die schon seit über 1000 Jahren in der Kugel gefangenen Seelen der Jedi und Sith befreit. Durch das Buch Obi-Wan Kenobi – Leben und Legende weiß man, dass Yoda Kenobi von dieser Machtfähigkeit erzählt hat, doch wussten sie nicht, ob Palpatine und Vader diese Fähigkeit auch einsetzen konnten. Diese Fähigkeit brauchte normalerweise einige Sith mit einem vereinten Willen. Zudem glaubte Kenobi, dass es auch möglich sei, dass Machtgeister von dieser Gedankenbombe gefangen werden konnten und so wie die Seelen der lebenden, machtsensitiven Personen im Umkreis versiegelt werden konnten. So war das Risiko also zu hoch. Wenn das passieren würde, könnten nämlich sie halt nicht mehr länger Luke unterweisen und er stünde allein gegen die Sith, wenn diese jenes halt überlebt hätten. Das Ganze ist allerdings nun Legends, doch es ist eine recht, finde ich, interessante Erklärungsmöglichkeit. Falls ihr auch noch weitere Ansätze habt, die erklären, warum die Machtgeister nicht die Sith konfrontierten, dann ballert die gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch die Top 5 tiefgründigsten Szenen von The Clone Wars sehen wollt, da sind ein paar Überraschungen mit bei, dann checkt das Video hier im Abspann ab. Wenn es da nicht mehr ist, dann immer einen gepinnten Kommentar. Ansonsten bumst den Abo-Button, um bezüglich Star Wars up to date zu bleiben. Hier gibt's alles, was das Star Wars Fanherz begehrt. Insofern bumst die Abo-Glocke, haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.